Willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es richtig handwerklich, denn heute bekommt unsere Wilma da hinten Solar aufs Dach und das Ganze wird realisiert durch die Firma Audiotechnik Dietz hier in Grünstadt. Und dann schon mal ein herzliches Dankeschön dafür, dass die hier mir meinen Einbau ermöglichen. Aber es wird ja nicht nur ein normaler Einbau, den ich jetzt einfach so ein bisschen filme, sondern wir erklären euch, wie ihr euch selbst Solar aufs Dach machen könnt und alles weitere nach dem Intro. Liebe Zuschauer, ich habe jetzt Besuch in unserer Wilma und zwar, das ist der Achim Engels. Genau, und der Achim Engels hat mir diese Kooperation ermöglicht und wir zeigen euch zusammen, wie es funktioniert, dass ihr auch selbst imstande seid, im Solar auf euer Wohnmobil oder euren Kastenwagen oder auf euren Wohnwagen zu machen. Aber ich würde sagen, Achim, stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Achim Engels, ich bin der Geschäftsführer von der Audiotechnik Dietz Vertriebs GmbH. Seit 32 Jahren im Markt und ja, in den letzten Jahren haben wir uns dann speziell dem Wunsch der Autarkie der Camper angenommen. Das heißt, wir bieten alles an, rund um autark zu sein, von der Lithium-Batterie, von der AGM-Batterie hin zu Solarmodulen, der ganzen Elektronik, die dazugehört. Aber nicht nur das, eben auch alles, was sonst Camperherzen höher schlagen lässt, wenn es um das Thema geht. Und ich würde sagen, gehen wir jetzt mal an die Arbeit. Genau. Und Schritt 1, wenn ich Solar auf dem Fahrzeug plane, was muss ich machen? Ich muss ein Foto von meinem Dach machen, ich muss ausmessen. Ich habe dir eine Zeichnung geschickt, wie viel Zentimeter ich da habe insgesamt mit so ein paar Schablonen. Das blende ich euch mal ganz kurz ein. Das war jetzt mein Schritt Nummer 1. Mhm. Aber der allerwichtigste Schritt ist erstmal, für was brauche ich Solar? Wie viel Solar brauche ich? Und woran berechne ich das? Ja, dazu haben wir ein schönes Tool entwickelt, um eine Bedarfsanalyse zu erstellen. Denn es ist ja ganz unterschiedlich. Viele Camper, die sagen, ich brauche eigentlich nur 230 Volt, um mal das Netzteil von der Videokamera oder vielleicht vom Laptop zu laden. Und das sind ja dann irgendwie 60, 70, 80 Watt. Andere Camper, die sagen, ich will morgens den Tag beginnen mit einem frisch gebrühten Kaffee. Da muss man wissen, pro Tasse Kaffee habe ich einen Verbrauch von 2 AH oder 2,5 AH. Oder wenn ich das dann in Watt eben umrechne, mal 12, dann durchaus 30, 40 Watt, die ich dazu benötige. Ja, und manche wollen dann auch eben, und das ist jetzt eigentlich so die häufigste Nachfrage, ihre E-Bikes-Akkus laden. Und die neuen modernen Fahrräder haben 700 Wattstunden Akkus. Da muss ich natürlich dann vorsorgen. Das heißt, ich brauche eine gute Batterieanlage. Aber wenn ich dann doch länger als 2-3 Tage autark stehen will, dann ist das Allerwichtigste, ist eine große Solaranlage. Und ja, das also kann man schon vorab sagen, wenn ich nur ein Modul habe mit 100 Watt Peak, dann brauche ich mir keinen Gedanken machen, wie ich ein E-Bike-Akku laden kann. Ja. Das reicht bei weitem nicht. Ne? Und dann hast du noch zu mir gesagt, diese 100 Watt Peak, die kommen ja nur unter Laborbedingungen eigentlich an. Genau. Da gibt es einen Faktor, den sollte eigentlich jeder Camper wissen. Diese Angabe Watt Peak ist eine theoretische Angabe, die in der Praxis nie erreicht wird, aber dass wir dennoch mit dieser Größe, weil sich halt alle darauf geeinigt haben, was anfangen können, ist der Faktor 4, den wir wissen müssen. Also das heißt, wenn ich 100 Watt Peak installiere, dann habe ich pro Tag an einem schönen Sommertag circa 400 Wattstunden, mit denen ich rechnen kann. Und wenn ich es gibt auch Solarmodule, da kann ich dann mit Faktor 5 rechnen, aber Faktor 4 ist eigentlich so der ideale Durchschnittswert. Ja. Genau. Und bei mir ist ja die Herausforderung, ich habe eine Klimaanlage, habe ich euch ja schon im letzten Video verraten. Und ich hätte ja ganz gerne, dass ich autark meine Klimaanlage zum Großteil nutzen kann. Voll wahrscheinlich sowieso nicht, ja, weil so viel passt auf mein Dach nicht. Aber deshalb mein Anliegen, ich stehe gerne frei und würde auch gern wegen den Hunden und wegen unserem Wohlbefinden die Klimaanlage nutzen. Und deswegen kriegen wir hier oben aufs Dach circa 500 Watt Solar. Ob das Ganze natürlich jetzt funktioniert,
das wird sich rausstellen, ob die Platten passen. Ne? Ja, ich denke, das wird dann schon passen. Ja, aber ich kann dir sagen, wenn du 500 Watt Peak mal 4 sind 2000 Wattstunden. Mhm. Unsere Klimaanlage in unserem Wohnmobil, die braucht so knapp 1000. Also in einer Stunde 1000 Wattstunden. Und die könntest du dann 2 Stunden betreiben, wenn du sonst keinen Verbrauch hast. Wenn du dann in deiner Batterie noch ein bisschen Reserve hast, dann auch darüber raus bisschen mehr. Ne? Also die Hunde werden sich freuen. Ja, also mein Anliegen ist es, 2 bis 3 Stunden die Klimaanlage mal nutzen, dass das Fahrzeug runterkühlt. Ja. Dass ich es keine 24 Stunden nutzen kann, wissen wir alle. Ja? Mhm. Aber das ist mein Anliegen und ich würde sagen, geh mal in die Arbeit. Ja, genau. Und lass dann nehmen wir euch mit. So, hier sind so, die guten Stücke, die aufs Dach sollen von Feso. Und wir haben jetzt zweimal 150 Watt und zweimal 100 Watt Peak. Und das Ganze soll hier oben auf Filmer drauf. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das klappt. Ein Fehler ist mir jetzt passiert. Ich habe mich ein bisschen vermessen. Deswegen legt man immer erst dann die Solarplatten dann nochmal drauf, bevor man ins Kleben geht, ist klar. Ja? Aber bevor wir überhaupt ans Kleben gehen, das Allerwichtigste, das gibst du uns mal mit auf den Weg. Ja, nachdem wir jetzt die Platten ausgerichtet haben, wie sie dann endgültig später montiert werden, müssen wir jetzt mit Kreppband die Stellen der Spoiler, der Klebespoiler, markieren. Und dann müssen wir unbedingt eine kräftige Reinigung durchführen, denn das Fahrzeug steht viel draußen, man sieht es hier auf dem Dach. Viel Regendreck, aber auch Vogelkot und alles Mögliche. Und das muss also 100% beseitigt sein, damit dann auch die Verklebung perfekt hält. Das bedeutet, die Platten kommen jetzt einfach mal wieder runter und... Genau. Ja, zunächst werden wir mit Kreppband jetzt genau die Eckpunkte fixieren, ja, dass wir für die Reinigung dann auch an der richtigen Stelle... Schade, ich habe gedacht, ihr putzt mein ganzes Dach. Nein. Das war jetzt nicht schwer. Und sieht schon ganz gut aus, nur wenn sie drauf liegen. Mir gefällt's. Ja, für die Markierung reicht ein einfaches Kreppband, Malerkrepp, wie man auch sagt. Ne? Und da werden wir jetzt von Ecke zu Ecke praktisch hier die Spoiler, der spätere Montageort, markieren. Und dann wissen wir beim Reinigen jetzt genau, auf welche Stellen wir ganz besonders drauf achten müssen. So, ganz wichtiger Punkt, den du gerade erklärt hast. Ja. Wenn wir jetzt reinigen, dann ist das ganz, ganz wichtig, dass wir immer nur in eine Richtung reinigen, also nie im Kreis irgendwie den Lappen drehen oder den Lappen mit einem Lappen das ganze Dach reinigen, sondern für jede Spur des Reinigens verwenden wir eine Seite des Lappens. Und wie wir die Spur zu Ende gemacht haben, drehen wir den Lappen dann rum und nutzen eine frische Seite des Lappens, damit eben kein Dreck in irgendwelche Rillen reingeklebt wird. Sonst würde es später so aussehen, wenn eine Klebung nicht hält, so wie in meinen Fingern hier, wo jetzt der Dreck aufgenommen ist. Das würde in der Verklebung dann sichtbar werden. Und dann würde man erkennen im Nachhinein, okay, ganz klar, das konnte nicht halten, weil hier überall Dreck auf dem Kleber noch zu finden ist. Und das wollen wir vermeiden. Hier wird jetzt gereinigt, damit das auch nachher schön sauber ist. Das heißt, hier wird gerade gemessen. Wir machen so eine abgeschrägte weiße Dose da drauf, die fällt auch kaum auf. Ist der einfachste Weg, weil wir dann direkt im Schrank landen und vom Schrank geht es dann runter, direkt in das Schränkchen, wo ich sowieso schon den ganzen Elektrokram habe und dann ab an die Batterien. Und hier soll das Loch gebohrt werden, nach außen. Ist ein bisschen knapp, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Jetzt kommt ja gleich der Moment, wo sich die meisten eigentlich davor scheuen, ein Loch ins Dach zu bohren. Also ich hätte da Angst, bin ich ehrlich. Ach was. Aber irgendwie müssen die Kabel ja reinkommen. Jetzt kommt der spannende Moment. Ich meine, ich kann auch selbst bohren, wenn du möchtest. Dann tue ich mir mal selber weh. Aber mach du ruhig, alles völlig gut. Völlig, ja. Okay, dann geht's los. So. Das war jetzt erst die Isolierung. Und jetzt sind wir durch. Das bedeutet, genau. Wilma ist im Moment nicht mehr ganz dicht. Also, einfachster Weg, neues Loch hier durch. Dann werden die Kabel später hier runtergeführt. Unten in diesen Sitz unten drunter, da habe ich ja genug Platz. Und dann geht es an die Batterien. Oh, gerade ein bisschen windig. Ich hoffe, der Ton funktioniert. Hier ist das Loch. Und da kommt dann später
dieses Teil rein, da kommen die Kabel durch, es wird geklebt und das ist dann bombendicht. So, jetzt kommt das hier praktisch ins Dach, ne? Also das ist dann die Lösung, die du vorgeschlagen hast. Ja, aber nur der untere Teil, ne? Damit wir von unten im Schrank ein sauberes Endstück haben. Ne? So, erstes größere Loch ist drin, gleich wird gebohrt. So, das Loch, das große, das kommt jetzt, das sind jetzt 20 mm. Hier unten haben wir 32. 32, okay. So, das ist jetzt nur die erste Schicht, damit gleich der Plastikkappe da reinpasst oder diese Abdeckung, dass das schön sauber aussieht. So, die arme Wilma kriegt jetzt ihr letztes Loch verpasst. Sieht schlimmer aus, wie das es ist. So. Wir sind durch. Und das ist das, wo sich viele, viele dagegen wehren und sträuben, in ihr Fahrzeug ein Loch zu machen. Aber irgendwo müssen die Kabel ja durch. Das Innenleben muss ja auch raus, deswegen muss man es ein bisschen schneiden und dann rausfutteln. Oh, das Loch ist durch. Da kommen wir jetzt sogar ins Fahrzeug rein. Da bin ich im Schrank. So sieht es dann von innen aus. Da passt der ganze Finger durch. Und schon ist das Plastikteil gleich drin. Rüssel durch. Leute, schaut es euch mal an, wie toll das schon geworden ist von innen, diese Blende. Wahnsinn. Und das wird jetzt noch von außen aufgeschraubt. Ja. Nee, von außen ist jetzt so fertig an der Stelle. Wir ziehen jetzt die Kabel rein durch die zweifache Einführung. Und dann, das ist eben der Nachteil bei dem geschlossenen System, wir müssen jetzt genau wissen, was wir machen. Ne? Mhm, genau. Dass die Kabel so drin sind, dass wir keins vergessen. Ja. Und, ja, zusammen mit deinen anderen Wünschen haben wir dann irgendwie 8 Kabel zum Schluss dafür. Richtig. So, Achim, wir haben jetzt als erstes das Dach gereinigt. Komplett sauber gemacht. Das ist der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Aber der zweite, der ist jetzt ganz genauso wichtig. Wir haben hier einerseits 3 Module mit Metall-Spoilern. Die haben ein anderes Klebeverhalten wie hier das vierte Modul. Das hat hier ABS-Spoiler. Mhm. Das heißt, es ist ein Kunststoff. Und diese Teile müssen dann mit dem Dekavator hier von Dekalin vorbehandelt werden, damit die Oberflächenspannung entsprechend angepasst wird und dann im dritten Schritt unser Kleber perfekt halten kann. Wenn ihr hier drauf guckt, da sind so ein paar Totenköpfe und ähnliche Sachen drauf. Das ist hochgradig krebserregend. Das sollte man also mit bisschen Abstand machen und am besten im durchlüfteten Raum, wie wir es hier jetzt auch gerade machen, wo ein guter Luftzug ist. Also das muss man einsetzen, aber immer mit Bedacht, Obacht. Wenn ich es nicht mache, was passiert dann? Wenn du es nicht machst, dann würde der Kleber keine Bindung eingehen mit den Kunststoffteilen und das Ergebnis wäre erschreckend. Die Haltbarkeit ist dann einfach nicht da. Das heißt, ich würde den Spoiler wahrscheinlich verlieren irgendwann. Ja, genau. Mhm. Wir haben eine Klebekraft von ungefähr 20 Kilogramm pro Quadratzentimeter, aber nur, wenn wir eben uns exakt an der Klebeanleitung entlanghangeln. Und deswegen gilt hier, und ich weiß ja, wie das ist in der Praxis, die meisten scheuen sich, die Anleitung zu lesen. Ja. Aber das ist ganz genau beschrieben und wenn man vieles nicht lesen muss, aber die Klebeanleitung ist das A und O für eine perfekte Verbindung. Also exakt die 3 Schritte einhalten, reinigen, dann mit Aktivator arbeiten und dann, wenn der so nach 10, 15 Minuten verflüchtet ist, dann können wir das erste Modul dann festkleben. So, jetzt kommen die Solarplatten dran und die werden geklebt mit dem Dekalin MS5. Haftstark und das ist dann auch der richtige Kleber dafür. Das, was am längsten aufgehalten hat, war das Putzen. Und dann natürlich auch noch, wo mache ich das Loch rein mit der Dachdurchführung auf dem Dach? Wo komme ich am geschicktesten raus? Aber jetzt kommt der große Moment, gleich kommen die Platten drauf. Wetter spielt mit und ich zeige euch noch mal ganz kurz das Dach. Total nackig. So sieht es im Moment noch aus. Hier liegen schon die Kabelkanäle, so wie sie später auch drauf kommen. Und die werden natürlich auch geklebt. Und ja,
Ich bin jetzt gespannt und gehe mal wieder runter. Und er ist schon am Werk. Mit so einem Silikonmaschinchen, das ist natürlich schön. Da kriegt man ganz tolle Sachen hin. Und da kommt schon die erste Platte. Und das macht man am besten zu zweit. Weil einmal muss es sitzen und dann gibt es auch keine Sauberei. Ihr müsst achten, wohin die Kabel führen. Sollte euch immer im Vorfeld klar sein, wohin die gehen. Und gleich kommt der große Moment. Und so sieht es von dieser Seite aus. Okay, so jetzt leicht andrücken, passt genau. So, andrücken. Drück mal mit zwei Händen so drauf. Genau. So, das war's. So, die nächste Platte kommt. Und die muss in diese Richtung. So. Es wird noch gemessen, ob sie gerade ist. Und dann wird sie angedrückt. Und das war es dann auch schon wieder mit Kleben. Und jetzt mal aus der Vogelperspektive. Die dritte Platte auch 100 Watt Peak. Das heißt, dann haben wir schon 300 Watt Peak auf dem Dach. Und hier seht ihr, das Kabel wird gerichtet. Da läuft es dann auch raus und wird später dann hier rüber verbunden. Jetzt ist ein halben Zentimeter dran. Da stößt du dann. Das geht nicht mehr. Und jetzt fehlt nur noch 150 Watt Peak. Und ja, das geht auch ganz schnell. Also das Verkleben geht ultra schnell, habt ihr gesehen. Ist jetzt die dritte Tube Dekalin, die jetzt verballert worden ist. Also drei Tuben praktisch für vier Solarpaneele. Und ja, das Wichtige ist, kleben 24 Stunden, muss es trocknen. Und ich kann mich ja nicht beschweren, das Wetter spielt hier absolut mit. Jetzt kommt die letzte Platte aufs Dach und dann sind wir fertig mit den Platten auf dem Dach. Und dann geht es mit anderen Tätigkeiten weiter. So, hier kommt die nächste Platte. Und auch hier direkt gucken, dass die Kabel in die richtige Richtung gehen, da wo sie dann später einen Kabelkanal reinführen, weil nachträglich die Kabel da rauszuwurschteln, wird ein bisschen schwierig. Schon habe ich kein weißes Dach mehr. So, vier Platten sind drauf. Mehr geht nicht. 2 cm Platz gelassen, rechts und links, dass auch das Kondenswasser der Klimaanlage oder auch wenn es regnet, ablaufen kann. Das ist sehr wichtig, müsst ihr definitiv in eurer Planung berücksichtigen. Und auch hier kommt dann der nächste Kabelkanal und auch hier genug Platz lassen für Regenwasser und Kondenswasser für die Klimaanlage. Sonst staut sich das nämlich. So, die ersten Kabel kommen, die der Achim hier durchführt. Das ist das Solarkabel und das ist schon heftig, wie lange. So ihr Lieben, ich musste mich mal umziehen, denn wir sind jetzt erstmal für heute fertig. Ich darf das Auto nicht bewegen, die Platten sind jetzt oben drauf. 3 Stunden hat es ungefähr gedauert, bis ausgemessen wurde, gereinigt wurde, die Platten drauf verlegt wurden, die Kabelkanäle verlegt wurden und auch festgeklebt, das Loch hier durchgeführt wurde, das Loch verschlossen wurde, die Kabel hier durchgeführt worden sind und alles Weitere machen wir dann morgen. Ich fand den Tag heute super spannend. Ich habe so viele Sachen gelernt und bin mir sicher, dass ich das nächste Mal aber auch so eine Solaranlage selbst installieren kann. Oder aber auch mal eine Antenne oder wie auch immer. Also das ist jetzt absolut eigentlich gar kein Thema mehr. Das hat mir so ein bisschen die Angst genommen heute. Aber morgen geht es weiter. Morgen gibt es dann den ganzen Anschluss. Ich zeige euch mal ganz kurz, da schwenke ich mal die Kamera. So sieht es aktuell aus im Schrank. Das ist alles morgen weg. Morgen kommt hier nämlich auch noch ein bisschen Technik rein. Der Ladebooster muss natürlich auch noch installiert werden und angeschlossen werden. Und das machen wir dann alles morgen im Laufe des Tages. Jetzt muss ich sagen,
haben wir uns alle erstmal den Feierabend verdient und ich sage jetzt, morgen früh geht's weiter. Wunderschönen guten Morgen, der zweite Tag und Solar oben ist fest und es geht schon weiter, denn heute werden die Kabel dort oben verlängert und angesteckt und es ist ganz schön kalt hier, muss ich sagen, aber wir gehen an die Arbeit. So sieht es aktuell aus. Die ganzen Kabel werden noch verlegt, ordentlich im Kabelkanal. Auch da drüben wird rübergeführt. Hier ist alles noch lose und das wird jetzt richtig ordentlich gemacht. So, ich habe gerade was gelernt. Dieser Schrumpfschlauch ist nicht nur zum Schutz der Kabel, sondern auch macht man das, damit es nicht klappert. Ich habe jetzt auch gelernt, dass es wohl manchmal Installationen gibt, wo es vom Dach her klappert und das ist dann immer dieses Kabel und das verhindert das Ganze hier. Und jetzt wird schon wieder geföhnt. So sieht es noch aktuell aus. Jetzt machen wir die Verlängerung drauf und verbinden Modul 4 und 3 miteinander. So, Minus auf Minus, bis es einrastet. Schrumpfschlauch drüber und Plus auf Plus. Schrumpfschlauch noch reinfädeln. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Schrumpfschlauch ist ja nicht nur für den Schutz der Verbinder, sondern auch, dass es nicht klappert auf dem Dach. Ne? Genau, genau. Sie können sich auf keinen Fall lösen, aber deswegen braucht man es gar nicht. Genau, es macht die Sache auch ein bisschen natürlich sicherer gegen Wasser, Feuchtigkeit und so weiter. Ne? Mhm. Genau. Okay. So, die Kabel werden jetzt verbunden. Jetzt kommen die Y-Stecker drauf, ganz wichtig. Kein Minus und Plus vertauschen. Und gemessen 22 Volt, habe ich gelernt, ne? Mhm. Das muss das Messgerät anzeigen, dann passt alles. Das ist die Leerlaufspannung. Ja. Wenn die Module noch nicht angeschlossen sind, müssen sie 22 Volt bringen. Der nächste Schritt kommt. Oben alles fertig, zeige ich euch gleich. Und jetzt müssen wir natürlich hier irgendwie mit den Kabeln nach unten. Und hier kommt ja der MPPT-Laderegler hin. Einer ist da ja schon. Und das können wir wahrscheinlich nur lösen mit einem Kabelkanal, dass es schön sauber aussieht, der dann hier runter geht und dann in diesen Schrank hier rein. Hab jetzt nochmal alles gelöst, auch den Laderegler für die Solartasche abgemacht, weil wir hier mit den Kabeln durchgehen. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Kabelkanal, der gleich hochgeht. Und guck mal, hier hinten, so sieht's aus. Ohne Brettchen. Das ist GFK oder so. So, im Zuge dessen werden wir jetzt gleich die MPPT-Laderegler verbauen. Und hier ist was geändert worden. Hier sind wir hingegangen und haben da jetzt halt auch diesen Anderson-Stecker anders da gemacht als Dose. So, es tut sich was. Der große MPPT-Laderegler ist schon drin. Der Stromverteiler hier drin ist jetzt auch fest. Und da kommt Plus, Minus. Und dann haben wir noch den kleinen MPPT-Laderegler, der auch nochmal angeschlossen wird. Sieht ganz gut aus. Der Laderegler ist jetzt schon angeschlossen. Jetzt fehlt noch eine Sicherung im Sicherungsblock. Und dann sehen wir ja schon, ob was reinkommt. Ne? Genau. Ist leider momentan ein bisschen bewölkt draußen, aber da könnte man nichts für. Gerade draußen, aktuell haben wir 259 Watt laut der App von dem Smart Solar MPPT Laderegler. Aber ich muss dazu sagen, das Dach da oben ist noch ziemlich teilbeschattet. Ja, und wie es Achim gesagt hat, wir haben eine Parallelschaltung. Und deswegen haben wir da auch schon gut Leistung. Ne? Also ich bin echt total zufrieden. Das ist jetzt der finale Zustand, so wie es aussieht. Hier haben wir dann den Stromverteiler plus minus geschützt, schön abgedeckt. Dann haben wir hier den kleinen MPPT-Laderegler für die Solartasche. Den großen Solar-Laderegler oben fürs Dach mit 150 Volt und 30 Ampere. Und natürlich haben wir dann auch noch hier meinen Batteriemonitor von Victron, der umgezogen ist, auf diese Seite. Und das ist schon der neue Anderson-Stecker, besser gesagt Buchse, weil mir hat das Kabel nicht gefallen, deswegen haben wir das Ganze dann auch noch geändert. Wir sind fertig, Solaranlage ist auf dem Dach, ne? Und war eigentlich viel Arbeit, in Anführungszeichen, aber was hat uns aufgehalten? Das Putzen, die Verkabelung und dann den Weg zu finden, praktisch hier sauber runter, dass man hier keine Kabel sieht im Innenraum. Ja, ich denke, man kann schon sagen, die halbe Zeit ist die Solarmodule installieren auf dem Dach und die andere halbe Zeit ist dann die Dachdurchführung und die Kabelverlegung, bis du dann durch alle Schränke, durch alle Wände bist, ne? Bis alle Löcher gebohrt sind und ein Stück Kabelkanal verlegt ist. Ja,
Das war die halbe Hälfte der Zeit. Ne? Richtig, ja. Dann den Solar-Laderegler noch einbauen, plus minus an die Batterie und plus minus an die PV-Anlage. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, ich habe vor ein paar Wochen ein Video online gesetzt mit dem MPPT-Laderegler, weil den habe ich jetzt nicht gefilmt, wie man angeschlossen hat, bin ich ehrlich. Habe ich gar nicht dokumentiert. Ja, aber ist ja also sowas von einfach gemacht. Also diese Victron-Geräte, muss man wirklich sagen, sehr durchdacht. Mhm. Zwei Anschlussleitungen von der PV-Anlage, die runterkommen, zwei Anschlussleitungen zur Batterie. Den Rest machst du mit deinem Smartphone. Genau, richtig. Ja. Und die App ist ja wirklich sehr, sehr komfortabel. Wir haben vorher einen Screenshot gemacht. Ja, genau. Den blende ich euch mal ein. Ja, also wir hatten jetzt einen Spitzenwert von 289 Watt. Ich hatte vorhin auch mehr gehabt. Mhm. Aber liegt daran, wir haben 16 Uhr. Ja, die hier Sonne steht nicht mal senkrecht am Himmel, sondern die ist da in der Richtung. Und dementsprechend haben wir auch ein bisschen weniger, aber der Wert ist saugeil. Der Wert ist richtig super, ja. Wir haben einen Nennstrom bei den vier Solarmodulen von zusammen 25,5 Ampere und haben jetzt 80% der Leistung um 16 Uhr bei dem schrägen Sonnenstand. Perfekt. Ja, also freu dich morgen, wenn die Sonne scheint um 12 Uhr. Ja. Gerade jetzt im Mai, dann müsstest du die 25 Ampere müsstest du erreichen. Ne? Da freue ich mich total drauf. Ne? Und das bedeutet jetzt auch, ich kann meine Klimaanlage nutzen für einige Stunden, weil die Batterie wird dann nachgeladen, solange natürlich die Sonne scheint, ist ganz klar. Ja, ja genau. Und also wenigstens, dass es ein bisschen abkühlt und ihr mal in Ruhe was essen gehen könnt. Ja, richtig, dass die Hunde mal drin sind, die Klimaanlage läuft. Ja, genau. Und das finde ich super. Ja. Und ich muss sagen, saugeile Arbeit. Welche Solarmodule habe ich eigentlich jetzt hier verbaut? Das sind die? Ja, wir haben zwei Sorten Solarmodule. Wir haben jetzt komplett die Schindelmodule. Hm. Verbaut. Warum die Schindelmodule? Weil die einfach immer vier parallele Strings haben. Und das Thema Verschattung ist ja ein Riesenthema. Im Sommer stehst du zwangsläufig gern unter den Bäumen. Und bei den anderen Modulen, die so am Markt sind, mit diesen quadratischen Feldern, da ist es so, dass das eine Reihenschaltung ist, meistens von 32 oder 36 Quadraten. Und wenn dann eben eins beschattet ist, dann fällt das ganze Solarmodul aus. Und hier haben wir immer vier Strings. Das heißt, wenn ein String beschattet ist, arbeiten die drei anderen noch. Oder auf deinem großen 150 Watt Panel hast du sechs Strings. Das haben wir doch vorhin bemerkt. Ich stand im Halbschatten und da kam Leistung rein. Ja, also super. Genau. Und echt tolle Arbeit, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank an Audiotechnik Dietz. Und vielen Dank an den Achim Engels. Ja, super tolle Arbeit. Ich bin super toll beraten worden. Und wenn ihr Lust habt, mal in seinem Shop nachzuschauen, ja, euch beraten lassen oder sowas, ne, ich verlinke euch jetzt einfach mal die Adresse unten in der Leiste. Und ich sage trotzdem nur vielen, vielen Dank. Ich bin so glücklich. Ja, hat Spaß gemacht. Und ja, ich habe viel gelernt, sehr viel gelernt. Denn du bist jetzt sowas von autark. Also ja, ich habe jetzt ein autarkes Monster. Ja, du kannst auf jeden Fall dein Ladekabel, 230 Volt Ladekabel, hast du überhaupt noch eins? Ja, aber nur zur Zierde. Aber lass es zu Hause. Das Gewicht kannst du schenken. Ja. Brauchst du nicht mehr. Super. Ne? Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und ich sage jetzt vielen Dank an euch fürs Video schauen. Und wenn ihr es getan habt, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr. Und wir sagen jetzt ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.